My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, da bin ich wieder. Ui, Papa Neos, ihr dürft nicht fehlen, Freunde. Tada, hier alle Zutaten. Die kommen hier rein in den Mixer. Zwei Zwiebeln hier, klein gewämst. Und dazu natürlich 6 Habaneros, das muss scharf werden. 8 Knoblauchzehen, 0,3 Liter Orangensaft. Und dazu 0,2 Liter Olivenöl. Und Sojasauce, 0,1 Liter. So, Schuss Weißweinessig, nicht vergessen. Und Deckel zum ordentlich durchwämsen hier. Full Power. Jawohl. Gib mir Suppe. Das ist ein bisschen lecker. So, Decke wieder ab. Dann bin ich fertig, ne? So, hier. Halbe Limette wämsen hier. So. Und dann die beiden Hälften da reinfeuern. Schön rausmunzen den Saft, ne? Und jetzt nennen wir mal die anderen noch hinterher. Schön gewämst. So, ich schon jetzt mag. Doppelfaust, jawohl. Doppelknetfaust. Und dazu natürlich Schuss rum, ne? Nicht vergessen. Und jetzt hier, wow, Thymian, ne? 2 Löffel hier, Teelöffel, nicht vergessen. 2 Esslöffel Piment, rum. Und natürlich wunderbar Zucker, 2 Esslöffel reinlunsen. Und danach 2 Esslöffel Salz, oh ja, schönes Salz. Und danach schwarzer Pfeffer, 2 Esslöffel. Und jetzt Teelöffel Ingwer hier, wunderbar. Und danach 1 Teelöffel Muskatnuss, 1 Teelöffel extra Zimt, yeah. Na gut, Freunde, nun Deckel drauf, vollmensen hier. Schön durchlunsen. Und nun ist unsere Marinade fertig. Seht ihr, wie das blubbert? Das ist die Schärfe. Oh ja, yeah. Probier mal. Oh, noch nicht ganz. Oh, sieht gut aus. Ich rühre mal um hier. Und sehen, wie geil das aussieht. Und jetzt die Schenkel natürlich. Eine ordentliche Ladung Hähnchenkeulen hier. Wie ihr seht. So viel, wie ihr essen wollt. Und dann mit den Händen reinlutzen. Alles schön verteilen. Wunderbar. Oh ja, dann den Rest der Lunzen. So. Legen wir jetzt hier für 24 Stunden ein hier, wenn wir ein bisschen umgerührt haben. Und dann nochmal ein Detail-Shot. Sieht das gut aus. Freunde, das sind Kamerafahrten. Ah, sehr gut. Da kann man schon reinbeißen, aber Vorsicht, ist es hot. Nach dem Marinieren nicht in die Augen fassen, Freunde. Kleiner Johnny-Tipp. Deckel drauf, 24 Stunden ab in den Kühlschrank. So, nächsten Tag, Freunde. Jawohl, der Smoker Dutch ist da. Wunderbar, der Ultimate Dutch. Und jetzt hier eine ordentliche Ladung Baconwürfel hier. Dass der Boden bedeckt ist, Freunde, hier. So. Ist also gerade geschafft hier. Und dazu natürlich, ihr mögt es scharf. Pepperonis klein gehackt, bunte. Und Kartoffelscheiben drauf. Western Kartoffeln. Wunderbar. Jetzt der Stangensellerie. Ja, das ist ein Sellerie, Freunde. Oh, die dritte Hand. Nimmst noch ein bisschen Lauch hinterher. Jawohl. Ordentliche Ladung Lauch. Und natürlich Bohnen, Freunde. Rote Bohnen und rote Paprikas. Ganz genau. Das sieht gut aus. Und da ist noch ein bisschen was übrig hier. Wunderbar. Stangenpüree rein. Und jetzt hier Tomaten gewürfelt. Hier selber geschnitzt. Jetzt kommt der gehackte Knoblauch. Seht das? Und danach die Gemüsezwiebeln reinsetzen. Jawohl, die Beilage ist so gut wie fertig. Nur noch ein bisschen mit dem extra Gitter ein bisschen platt gewämst werden. So, Freunde, ja, jetzt kommen wir endlich mal zum Fleisch hier. So, ein Tag mariniert. Das kann jetzt hier auf diesem Gitter angeordnet werden. Hier. Wunderbar, so dass es am meisten drauf passt.
sieht schon mal sehr gut aus. Eins nach dem anderen draufwimsen. Oh ja, die Babyschenkel hier. Sehr gut. Für die Chicks, ja. Nun, jawohl. Ein bisschen stapeln, da kriegen wir schon irgendwie was gewämst. Und jetzt ein Deckel drauf. Super sieht das aus. Wunderbar. Na, oh, wir können zur Feuerstelle. Und jetzt glühen da unten drauf. Und dann lunzen wir uns einen schönen Kreis hier. Ja, so. Ganz genau. Und in die Mitte ein paar gewässerte Woodchips rein, Freunde. Und noch Pimentkörner. Wir müssen mitsmoken. Sehr gut, so. Dass hier gleich ein bisschen anfängt zu smoken. Ein bisschen ranrücken. Seht ihr, der Rauch kommt. Stellt man das Ding genau da drauf. Der Smoke geht rein in den Tisch. Ja, lass es grillen. So. Anordnen hier. Food Power oben natürlich hier. Wunderbar. Oh ja. Unten sieht man den Smoke. Oh, da kommt sogar raus aus dem Loch. Seht ihr das da? Ja? Ist denn das schon auf dem Deckel? Ja? Lüftungsloch. Jetzt wämse ich mir erstmal ordentlich die Kanne auf das Gericht. So, ab in Hals. So, nach 2 Stunden. Oh, Duft. Oh, sieht das gut aus. Kann gewendet werden, Freunde. Wir wollen hier Rundumbräune haben von dem Gerät. Seht ihr in der Mitte, da dampft sogar noch. Oh ja. Alle Schenkel ein bisschen wenden und dann wieder den Dutch-Deckel drauflösen. Wunderbar. 2 Stunden weiter ballern lassen. Und dann finish him. Wow. Sieht das gut aus. Oh ja. Perfekt. Das sind ein paar Jarek Chickens. So, präsentierend. Und jetzt kann endlich mal aufgetischt werden, Freunde. Einen kleinen Shot hier. Oh ja, jetzt lunsen wir die ganzen Geräte rüber und ab auf den Teller damit. Zack, Nummer 1, die 2, jawohl. Und es geht immer so weiter, wumm. Oh ja, die sind schön weich und zerfallen leicht. Jetzt können wir das Gitter rauslunsen. Und gucken uns mal die Beilage an. Kelle rein hier. So. Kann man ein bisschen nachschieben. Ab auf den Teller. Ganz genau. Das Beste von allen. In einer Kelle. Hier noch ein paar Gemüsezeug da. Das ist Fleisch. Oh ja, ich schmeiß mir mal ein paar Bohnen drauf hier. Wow, präsentiert. Hier ist ein Jarek. Chicken nur für euch, Freunde. Oh yes, und nun, Freunde, ihr wollt sehen, wie die Keule von innen aussieht. Ja, es geht einfach so auseinander. Man kann es sogar pullen, Freunde. Man kann den Knochen ablutschen, das geht wunderbar. Hier, Replay mit einer anderen Keule. Wunderbar. Perfekt, und ab in den Hals damit. Sehr gut. Ja, Boys and Girls. Lanzt euch noch ein paar Rezepte rein. Oder ballert euch rein, Freunde. I love you. Ciao. Denkt an den Blumenstrauß für eure Mom. Now. Ciao. Bis bald. Ach ja, ruhig diesen Dutch hier ab. Unten in der Box, wie immer, ne, Freunde. Ciao, ballert euch. Yeah.